Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bioshock 2 mit mir natürlich und ja. Immer wieder zu sagen, dass ich das letzte Mal hier aufgehört habe, ne, würde ein bisschen stinken, deswegen sage ich einfach mal, es geht weiter. Und die Frage ist aber, wo geht es weiter? Weil ich will eigentlich dieses Item von unten holen. Muss ich vielleicht wirklich runter? Nochmal. Und irgendwo außen nochmal langlaufen. Oder war das hier eventuell? Ne, also muss ich tatsächlich runter. David! Nicht im Weg stehen, David. Ich glaube, der Machama hat wirklich was gegen Katzen. Muss man mal durchlesen, was das mit den Katzen auf sich hat. Gut, jetzt bin ich hier. Laufen wir gemeinsam langsam gerade im Wasser oder ist es nur wegen... Da weiß ich schon. Wegen Wasser halt. Leute. Okay, jetzt gucken wir mal. Ach. Schau sich das mal einer an, ey. Ich komme dahin, wenn ich den Code finde. Die Frage, wo ist der Code eventuell? Habe ich hier Wasserpass? Warum bin ich eigentlich wieder so langsam? Hat den Automat kein Schicken. Treibstoff. Na gut, hätte ich was verpasst, hätte ich dann auch eine Benachrichtigung bekommen. Was ist Benachrichtigung? Also hätte ich das ja auch gesehen. Ich will dieses Item haben. Ach! 5, 2, 5, 4. Aha! Also hast du die ganze Zeit schon den Code gehabt. Gut zu wissen, dass ich ein Bobby bin. Ich weiß jetzt immer noch nicht ducken in dem Spiel. Man kann auch die anische Störung ändern, was ich ziemlich beschissen finde. Ah, sei es drum. Gut, was haben wir denn hier? Vorsichtiger Hacker. Vorsichtiger Hacker. Die Hacknadel bewegt sich langsamer. Oh. Machen wir Elektrostunden weg. Hat bis jetzt noch nichts gebracht. Also zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass ich davon nichts hatte. Oh, das ist sogar eine Nachricht. Prototyp. Unsere Hoffnung war es, eine Little Sister an einen einzelnen Protektor zu binden. Sie musste also entbehrlich sein, falls etwas schief ginge. Wir konnten es nicht brauchen, dass etwa die Eltern der Mädchen Fragen stellten, während wir solche Vaterbindungen herstellten. Also versorgten wir uns in Fontaines Waisenhäusern und das Verfahren war ein durchschlagender Erfolg. Das hat mir auf jeden Fall sehr wenig gesagt, die Memo. Aber es ist ja nicht so schlimm. Es wird ja gerne zu einer Geschichte verknüpft. So, hier oben geht's zu den Büros. Ich kann ja mal zu den Büros mal gehen, Da können wir ja geradeaus mal gehen. Mal schauen, was da ist. Aber gehen wir erstmal zu den Büros. Fällt mir überhaupt null. Ah, das Geist hat euch wo ist er, wo die ist besser? B-Note. Ist okay. Muss ja nicht immer A sein. Oh. Interessant. Instabiles Teleportplasmid.
Erstmal. Nein, Geschütz! Da bin ich so schön. Oh, hier ist ein Safe. Ja, ich konnte keinen blauen Pfeil beim Safe holen. Oh. Aber hier sind Geschütze. Frag mich, wo das instabile Teleportplatz mit hin ist jetzt. Wahrscheinlich weitergezogen. Das ist doch. Ich hoffe, der verteilt sich jetzt nicht über die gesamte Ebene. Das wäre es noch, ja. Ah, jetzt lasst ihr allerdings fallen, ne? Jetzt lasst ihr alle wieder. Ich habe mich gerade erschrocken wie in dem Wasser. Vielleicht ist es hier drin. Oh, das. What the fuck? Okay. Plasmidbranche benötigt letztlich menschliche Testpersonen. Das ist unser schmutziges kleines Geheimnis. Ich noch offen gestanden, Rapture will es auch gar nicht so genau wissen. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Freiwillige waren. Dieser Verstoß gegen die Vorschriften bringt dir die nächste Kopfnuss ein, Freundchen. Das ist blöd. Das ist wirklich doof. Jetzt hätte ich gerne mal gehört, was in der Memo drin gestanden hat. Ja, komm. What the fuck, ey? Wieso halten die immer so viel aus? Ich weiß, dass ich das lange Zeit nicht mehr gefunden habe. Ja gut, unten ist ja einer, ne? Aber ich vermisse irgendwie die Powered People Automaten. Davon gibt es doch eigentlich so viele pro Level. Hallo? Hallo? Ist hier noch ein so ein versteckter Raum vielleicht? Ne. Okay. Da haben wir alles hier wahrscheinlich. Nichts Verstecktes oder so. Ich werde alles mitnehmen, bevor ich weiterziehe immer. Alter! Ich hasse Wasser im Videospielen. Oh, ein Grammophon! Ich wäre immer noch ein Gegner. Wieso sind die eigentlich immer hier? I have to let you go. Na ja, gut, das Geschütz macht Sinn. Hey, Chord. Fuck! Da auch einer drin. Och nö, das hat jetzt nicht erst mein Geschütz kaputt gemacht, oder? Ach, kack, die waren da. Du gehst jetzt mir. Och, das Ding hat jetzt mein Geschütz kaputt gemacht, ist dein Ernst. Ah, doofes Arschloch. Wo ist denn der instabile Dings jetzt? Ah ne, lol, der ist ja noch hier. Komm, David. Du hängst ein bisschen fest. Komm, David. Ja. Frag mich aber trotzdem, wo
etwas instabiler Dingens. Ich will jetzt nicht die gesamte Ebene mir anschauen, wo diese Scheiße ist. Zu viele Gegner. Oh, das ist ja. So. Emmy! Was ein schöner Name. Komm her. Was, du hast Bienenknochen? Keine schlechte Idee. Gibt's Bienen? Okay, die ist nicht hier. Aufhören! So. Der gehört jetzt mir auf jeden Fall. Oh mein fucking Gott! Er trägt mich nie wieder! Das Arschloch. Ja, das war so, das war wohl sein Büro gewesen von dem Typen. Ah! Ich hab schon, so schwer ist es. Oh, ich hab zu viel. Mach's gut. Oh, sie betritt das Sicherheitsbüro. Wo ist das denn, das Sicherheitsbüro? Ach, da unten. Ja, bevor wir es aber machen, will ich noch erstmal alles durchgehen hier, ne? Weil... wie er auseinandergefallen ist. Und ich will wissen, wo dieses instabile Ding ist. Alpha-Serie. Jeder neue Tyrann wagte sich hierher auf der Suche nach Eroberungen, Delta. Fontaine, Ryan und jetzt du. Aber jeder möchte gern, Cäsar muss lernen, die Dolche seiner Gefährten zu fürchten. Frage dich, Delta. Was hat Sinclair davon, dass er dich hierher führt? Oh, will sie etwa einen Twist zwischen mir und Sinclair machen? Das wird aber nicht funktioniert, Tante. Kannst du mir glauben. Es gibt keinen. Oh! Hi! Ich kann eigentlich hier zurückkehren. Oh mein Haus! Einen Wagen! Nimm es! So, suchen wir mal das instabile Ding hier. Vielleicht ist es hier, vielleicht auch nicht. Aber ein Blick ist es ja wert. Jetzt taucht er irgendwo einfach auf. Und wer? Wer ist es nichts Gutes? Ich habe sogar eine Warnung ausgesprochen. Ja. Ich mache jetzt mir die ganze Mühe, das Ding zu suchen wieder. Okay, ist es nicht mehr wohl. Oh, Short Money. Was hat er denn eigentlich fallen gelassen? Ach, ein Whisky. So, hier ist nichts mehr. Also das Ding muss oben sein. Ne, da ist es doch. What the fuck? Oh! Hä? Help me! 5254. Okay.
Lol. Alter. Oh mein fucking Gott, ey. Holy shit. Das war mal mega geil. Keine Familie, keine Frau, kein Heimatland. Nur Sklaven, die er an sich kettet. Seine Mitmenschen fragt er nur, welchen Nutzen bringst du mir? Diejenigen, die ihn lieben, sind seine Untertanen. Denn der Tyrann akzeptiert. Das war jetzt mega geil, wir sind jetzt ohne Spaß, ne? Wir gehen noch nicht da rein. Ich will noch wissen, dass hier. Ich glaube, hier war das gewesen, ne? Wo ich noch nicht war. Genau. Wahrscheinlich ein Big Daddy. Wäre jetzt meine letzte Vermutung. Oder warte mal, geht's hier weiter vielleicht sogar? Kennst du, oder? Ich glaube, hier geht's sogar weiter. Boah, ist das Areal groß. Ja, hier geht's. Da kann nicht sein, aber dass es der einzige Big Daddy war hier. Wird auf jeden Fall nicht gehen, bevor ich den nächsten Big Daddy gefunden habe. Aber jetzt nicht hier, sondern irgendwo anders auf jeden Fall. Da kann man mal noch so ein Eve-Upgrade, ne? Ja, komm, scheiß drauf. Wahrscheinlich kommt ein Big Daddy im nächsten Areal, deswegen machen wir es einfach mal auf. Agnus D. Oh. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Hallo. Ja, das bin ich. Was kann ich denn hier verbessern am besten? Erhöht zudem die Menge. Eine größere Munitionbox bedeutet mehr fürs Geld. Eine Rotation lässt die Speere sich drehen, sodass durch Kraft Schaden erhöht werden. Erhöht der Bohrerschaden. Streubomben. Machen wir mal Nietenpistole. Ich muss davon ausgehen, dass Sie nunmehr willens sind, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Oh. Im Gegenzug stelle ich Ihnen eine freundlich gesinnte Sicherheitseskorte. Ach. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen Zutritt zu den wirklichen Laboratorien verschafft, wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Bitte, betätigen Sie ihn. Hä? Hey. Oh, jetzt geht die Action ab. Labortreibstoff. Gut. Mehr Nietenkugeln oder was? Wie viel habe ich denn überhaupt? Wow, ein Upgrade von 6 Kugeln oder was hier? Schmeckt natürlich nicht. Okay. Meine Eskorte. Wow, mein fucking Gott! Auf jeden Fall schwere Nieten kaufen. Diese Dinger sind echt anfällig gegen schwere Nieten. Da gibt's doch gar keine, oder? Nee. Nietenkugel. Ja, gucken, ob da schwere Nieten gibt. So. Ah ne, die haben auch noch Verbandskasten. Das ist kacke! Rote B.
Emmy. Den reparieren. Alter! So, reparieren. Okay, wir sollen ja weitergehen, deswegen gehen wir mal weiter. Oh mein Gott, Big Daddy. Obwohl. Tja. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Oh ja, ich mache meine Linksfolge weiter. Ich bin ein Arsch, ich weiß. Aber so ist es normal, ne? Manchmal kriegt man was, manchmal nicht, ne? Also würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.